Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Shri Radha Madhava ki. Na, herzlich willkommen alle. Wer spricht kein Deutsch? Who don't speaks German? One, two, three. We will make a translation on the backside. Björn, machst du die Übersetzung? Danke. Björn, will do the translation from German to English. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lesen aus der Bhagavad Gita. Wir lesen aus dem 18. Kapitel der Bhagavad Gita, und zwar, ich weiß nicht, ist der 58er Vers angeschrieben. Machchitta sarva durgani, Machchitta sarva durgani, Mat prasadat darishyasi, Mat prasadat parishyasi, Atha chet tvam
Ahankaran Athachetvam Ahankaran Na Shroshyasi Vinakshyasi Na Shroshyasi Vinakshyasi Machitta Sarva Durgani Matprasadattarishyasi Athachetvam Ahankaran Ashroshyasi Vinakshyasi. Okay, okay, I want to the whole. Touches. So, danke schön. Lesen wir die Übersetzung und die Erläuterung von seiner göttlichen Gnade, Abhacharana Vinda Bhaktiranta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Wenn du dir über mich bewusst wirst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Erläuterung. Ein völlig Krishna-bewusster Mensch ist nicht übermäßig ängstlich bemüht, die Pflichten seines Daseins zu erfüllen. Törichte Menschen können diese große Fähigkeit von allen Ängsten und Sorgen nicht verstehen. Für jemanden, der im Krishna-Bewusstsein handelt, wird Krishna zum vertrautesten Freund. Krishna ist immer um das Wohl seines Freundes besorgt und er schenkt sich seinem Freund, der mit so viel Hingabe 24 Stunden am Tag arbeitet, um ihn zu erfreuen. Deshalb sollte sich niemand vom falschen Ego der körperlichen Lebensauffassung wegtragen lassen. Man sollte nicht fälschlich denken, man sei von den Gesetzen der materiellen Natur unabhängig oder könne nach Belieben handeln. Der Mensch ist bereits den strengen materiellen Gesetzen unterworfen. Doch sobald er im Krishna-Bewusstsein handelt, wird er frei und seine materielle Verwirrungen finden ein Ende. Man sollte es sorgsam zur Kenntnis nehmen, dass sich jeder, der nicht im Krishna-Bewusstsein tätig ist, im materiellen Strudel, im Ozean von Geburt und Tod verliert. Keine bedingte Seele weiß tatsächlich, was getan werden muss und was nicht getan werden darf. Doch jemand, der im Krishna-Bewusstsein handelt, besitzt wahre Handlungsfreiheit, denn ihm wird alles von Krishna vom Inneren her eingegeben und vom spirituellen Meister bestätigt. Om Agyana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Velitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutani Svayam Rupa Katamayam Dadati Svapadantikam
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Hare Krishna, herzlich willkommen nochmal alle. Schön, dass wir jetzt die letzten Tage immer so viele versammelt sind. Herzlich willkommen unsere neuen Gäste. Hare Krishna. Hier hören wir wieder einen spannenden Vers aus der Bhagavad Gita. Ich werde es vielleicht nochmal kurz wiederholen. Krishna, also die höchste Persönlichkeit Gottes, sagt hier zu seinem Freund Arjuna: Wenn du dir über mich bewusst wirst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Also Krishna, die Persönlichkeit Gottes, sagt zu seinem Freund, wenn er sich wirklich bewusst ist über ihn, über die höchste Person, über seine Anweisungen, was er alles ergibt, wie ein wohlmeinender Freund. Wir haben ja hier gehört, auch von der Erläuterung von Srila Prabhupada, dass Krishna eigentlich ist wie ein Freund, wenn wir uns ihm zuwenden. Und dann versorgt ein guter Freund, der gibt uns eigentlich alles, macht alles für uns, also die meisten Dinge. Das ist eine schöne Beziehung. Und wenn Krishna sagt zu ihm, wenn du so handelst, wenn du dich wirklich bewusst bist über mich und alles, was zu mir gehört praktisch oder was von mir kommt, dann kannst du wirklich allen materiellen Hindernissen in deinem Leben, des bedingten materiellen Lebens, des bedingten Lebens überwinden. Und wir sind in einer, ja, in dieser bedingten materiellen Lage. Ja, wir sind jetzt in einer Lage mit diesem materiellen Körper, mit materiellen Verstrickungen, materiellen Annehmlichkeiten. Ja, so. Kann man das ein bisschen lauter machen? Irgendwie ist es schon ein bisschen leise. Danke. Ja, dass wir diese Bedingtheit auch wirklich überwinden, also wenn wir bewusst sind, wirklich über den Herrn. Und es geht ja hier, was wir praktizieren im Bhakti-Yoga, was uns Srila Prabhupada gegeben hat, über Krishna-Bewusstsein. Er hat das ganz bewusst gesagt, dass wir uns bewusst sein sollen. Und das ist auch ein Pfad. Ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe es noch nicht komplett, aber schon besser wie damals, wie ich angefangen habe. Krishna-Bewusstsein hat mir, ich habe gar nicht überlegt, was das ist oder warum oder wieso. Und jetzt merke ich Stück für Stück immer mehr, wenn man bewusster wird, dass wirklich, wow, da ist wirklich Bewusstsein. Umso mehr Wissen wir haben, umso reiner wir sind, umso mehr wir dem Pfad folgen, umso intensiver und reiner und klarer wird unser Bewusstsein und umso mehr Überblick haben wir über Krishna, über alle Krishna-bewussten Themen, die irgendwas mit Krishna zu tun haben und können dann hoffentlich vorsichtiger und bewusster wirklich mit diesen Dingen umgehen und sie auch anwenden, damit sie eigentlich zu unserem Guten sind praktisch und auch zum Guten anderer hoffentlich. Sonst ja nicht nur für uns praktizieren, sondern auch für andere, dass wir auch ein Vorbild sind und dass wir auch andere darin ermutigen oder helfen oder unterstützen, das zu machen, im besten Fall. Und dann sagt Krishna weiterhin, wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein bist, sagt er dann das Gegenteil. Du hast das Positive und jetzt eigentlich das Negative, ne? Der Gegenaspekt. Wenn du nicht in diesem Bewusstsein bist, sondern hat sich jemand gemerkt, aus was heraus handelst, den hat sich bestimmt gemerkt. Nicht? War der Henrik, oder? Du? Du? Hast du es gemerkt? Wenn man aus was heraus handelt, das ist jetzt nicht das, wenn man sich bewusst über Krishna ist, sondern ja, aber was ist das ein bisschen genauer? Wie bezeichnen wir das im Alltag? Was ist das? Genau, das falsche Ego. Und Krishna sagt hier, also wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein handelst, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein, sagt er. Ich meine, dann handeln wir noch unseren eigenen Vorstellungen, haben wir gestern schon auch gehört, im vorherigen Vers.
Und das stürzt uns immer wieder ins materielle Verderben. Wir wissen immer wieder, wir können irgendwas aufbauen, wir können irgendwas erreichen, wir können irgendwas machen, aber wenn nicht die höchste Persönlichkeit Gottes damit angebunden ist, dann ist es sehr schwer da. Also es ist unmöglich. Es ist unmöglich für die lange Frist, für die Ewigkeit schon sowieso gar nichts, weil schon alleine der Körper ist nicht ewig, also es ist sowieso vergänglich. Aber alles, was wir für oder mit Krishna, in Bezug mit Krishna machen, ist für die Ewigkeit, ist satt, es ist ewig. Alles andere ist asat, sagt Prabhupada, es ist nicht ewig. Und auch wenn wir denken, ja, aber das geht ja auch verloren, auch wenn du Krishna bewusst bist, stirbst du. Ja, schon, der Körper, also eigentlich stirbt der Körper, das ist ja sowieso nur Materie, aber der Körper geht weg, klar, aber die spirituellen Errungenschaften, die wir aus dem gottesbewussten Leben ziehen und wir bekommen, uns zuteil wird durch Krishnas Gnade, das bleibt für immer. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ja, also das mal so kurz zu dem Vers. Ich habe da bezüglich Bewusstsein einen schönen Vers aus dem Mukunda Upanishaden gefunden, Vers 3,19, wer da nachschlagen möchte. Und zwar heißt dieser Vers: Ishonur Atma Chetasa Veditavyo Yasmin Prana Panchada Samvivesha. Pranais Chittam Sarvam Atam Prajanam Yasmin Vishuddhe Vipavati Esha Atma. Und dieser Vers sagt so viel aus: Die Seele ist atomar klein, also die Seele ist ganz, ganz klein. Wir wissen, es wird auch beschrieben wie ein Zehntausendstel von einer Haarspitze. Also wenn man ein Haar zerschneiden könnte, was wir nicht können, dann wäre es nur ein Zehntausendstel. Wir könnten nicht mal in zehn Teile teilen, nicht mal in zwei wirklich. Schwierig, Zehntausendstel. Es wird nur beschrieben, weil es einfach unendlich klein ist, also unauffassbar für uns praktisch. Also atomarisch sehr, sehr klein und kann von vollkommener Intelligenz wahrgenommen werden. Das haben wir schon wieder, immer wiederkehrt. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber fast tagtäglich oder immer, wenn ich jetzt lecture, immer geht es um das vollkommene Wissen, um die vollkommene Intelligenz, um dass wir wirklich uns füttern mit diesen spirituellen Inputs von Wissen, Intelligenz reinigen, Bewusstsein, das sind alles Dinge, die förderlich sind, dass wir wirklich unsere wahre Identität wirklich einmal wirklich richtig erkennen und verstehen und danach handeln. Und also, dass wir sie wahrnehmen können durch die Intelligenz. Diese Seele, wird dann beschrieben, schwebt in fünf Arten von Lüften. Was? Was ist das jetzt hier wieder? Und die werden auch benannt, diese Lüfte, die nennt man Prana, Apana, Vyana, Samana und Udana. Das sind verschiedene Lüfte, die im Körper wirken, die verschiedene Tätigkeiten haben, sozusagen verschiedene Aufgabenbereiche. Die Seele befindet sich im Herzen, also das ist irgendwie klar, die Seele sitzt da, der Sitz der Seele ist im Herzen. Und breitet sich auf den gesamten Körper aus. Also wenn die Seele da ist, wird auch im Bhagavad Gita beschrieben, die Wirkung, also die Lebendigkeit der Seele, die Aktivität der Seele breitet sich auf den ganzen Körper aus. Man sieht, wir können es bewegen, wir haben eine gewisse Ausstrahlung, wir können vieles tun und machen und da sieht man die Gegenwart der Seele, oder einen Menschen, der lebt, der lebendig ist, oder ein Lebewesen, auch an einem Baum. Müssen wir ein bisschen genauer gucken, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, ich schaue natürlich keinen Fern schon seit, ich weiß gar nicht wann, aber früher, ich kann mich erinnern, wie manchmal so Naturdokumentationen habe ich mal ab und zu geguckt. Und da gibt es auch so Aufnahmen, wenn ihr wisst, wo mit einer Kamera zum Beispiel eine Pflanze aufgenommen wird und dann in Schnellvorlauf
und dann kommt die Blume und dann blüht der und dann blüht die wieder weg und da passiert ja etwas. Ne? Das kann man ja auch beobachten, oder? Na, wir sitzen jetzt nicht da 77 Stunden da und gucken ganz genau, was die Blume macht, von A nach B, von einer Sekunde auf die nächste oder von einer Stunde oder von einem Tag auf den anderen, aber da passiert etwas, das heißt, da ist Leben dahinter. Und ja, und das wirkt sich halt, also diese Seele wirkt sich dann auf den Körper, ob das jetzt eine Blume, ein Baum oder ein Hund oder ein Mensch, und es wirkt sich halt auf den Körper dann aus. Und wenn die Seele von der Verunreinigung dieser fünf Lüfte, also die Seele wird praktisch, also wenn sie hierher kommt in die materielle Welt, von dem materiellen Körper eingenommen sozusagen, oder wir bekommen diesen materiellen Körper für materielle Handlungen auch, aber auch für spirituelle hauptsächlich, also für spirituelle sind sie eigentlich vorgesehen, auch meistens aus unserem falschen Wunsch heraus, für materielle Handlungen einmal auch bestimmt auf eine gewisse Art und Weise. Dann also, wenn die Seele da sich einfindet in diesen Körper, wird sie auch durch den Körper, auch durch diese fünf Lüfte verunreinigt praktisch. Ne? Und wenn dann die Seele von diesen fünf Arten wieder gereinigt ist praktisch, dann zeigt sich ihr spiritueller Einfluss dann wirklich. Also wir sehen dann, wenn jemand wirklich fortgeschrittener wird spirituell, der wird bewusster, diese Person wird klarer, er versteht mehr, er handelt mehr nach den Anweisungen Gottes, er versteht die Zusammenhänge zwischen allen Dingen, zwischen allen Liebe, er versteht einfach mehr, er ist auf einer höheren Ebene des Verständnisses oder des Bewusstseins, weil die Seele aus ihm halt praktisch, sag ich mal, mehr herausstrahlt, weil da einfach nicht mehr so viele Bedeckungen, so viel Schmutz drauf ist. Praktisch könnten wir jetzt ein bisschen bildlich so sagen. Und da kommt der Einfluss der Seele dann mehr zu Vorschein. Ich möchte jetzt etwas vorlesen. Ich habe da was ganz Tolles, eine tolle Erläuterung von Srila Prabhupada, dem Srimad Bhagavatam, dazu gefunden. Das möchte ich jetzt euch mit euch teilen. Das aus dem, ihr könnt auch selber nachlesen, wollt. Das ist im dritten Kanto, sechsten Kapitel, Vers 7. So. Und zwar schreibt der Srila Prabhupada, das ist eine interessante Erläuterung, Bewusstsein ist das Erkennungszeichen des Lebewesens, das heißt der Seele. Die Existenz der Seele äußert sich im Vorhandensein vom Bewusstsein, das man Jnana Shakti nennt. Das Gesamtbewusstsein ist das der gigantischen Virat Rupa. Und das gleiche Bewusstsein zeigt sich in individuellen Personen. Also die Virat Rupa ist die kosmische Manifestation vom Höchsten her. Anyway, gehen wir jetzt gar nicht drauf viel ein, aber wie auch immer. Die Tätigkeit des Bewusstseins wird durch die Lebensluft verrichtet. Also die Tätigkeit des Bewusstseins. Das ist ein interessantes Detail, oder oft lesen wir nur, ich kenne das von mir auch, und wir verstehen ja gar nicht, um was es da geht. Die Tätigkeit des Bewusstseins. Sozusagen, also das Bewusstsein handelt jetzt nicht in dem Sinne, dass sie eine Akte, aber gewiss schon. Also da kommen dann ja, Gedanken oder etwas raus. Und das basiert dann auf diese Lebenslüfte. Und wenn die verunreinigt sind oder wenn die nicht richtig funktionieren, dann ist da Dunkelheit. Ne? Also zu sagen, ich mache das jetzt, ich rede jetzt etwas sinnbildlich, dass wir das versuchen zu verstehen. Also die Tätigkeit des Bewusstseins wird durch Lebensluft verrichtet. Ne? Ist interessant. Die zehnfach unterteilt sind, da werden jetzt eigentlich nochmal 10 Unterteilungen gegeben. Vorher haben wir 5 gehört. Die verschiedenen Arten der Lebensluft heißen, also nochmal Prana, Apana, Udana, Vyana und Samana und Naga, Kurma, Krakara, Devadatta und Dhananjaya. Die anderen Eigenschaften haben als die zuerst genannten. Wenn das Bewusstsein der Seele durch die materielle Atmosphäre verunreinigt wird, kommt es zu vielerlei Tätigkeiten im falschen Ego.
Also sprich der körperlichen Identifizierung. Diese mannigfaltigen Tätigkeiten werden in der Bhagavad Gita beschrieben. Aus Mangel an reinem Bewusstsein wird die bedingte Seele verwirrt und wendet sich an allen möglichen Tätigkeiten zu. Also an allen möglichen materiellen oder wir könnten auch sagen teilweise unsinnigen oder zeitweiligen, vergänglichen Tätigkeiten zu. Ne? Das Bewusstsein der individuellen Seele, das Bewusstsein der individuellen Seele wird mit dem höchsten Bewusstsein eins. Das Bewusstsein der individuellen Seele wird mit dem höchsten Bewusstsein eins, wenn es zwischen den beiden zu einer vollkommenen Verbindung kommt. Wir könnten auch sagen, eines Eingeständnisses, dass wir Krishna eigentlich folgen, dass wir dem Höchsten folgen und auf ihn hören, sozusagen, könnten wir auch jetzt ganz einfach beschreiben. Der Monist glaubt, es gebe nur ein Bewusstsein, wohingegen die Sattvatas oder Gottgeweihten glauben, dass das Bewusstsein des Höchsten und das der individuellen Seele zwar unzweifelhaft eins sind, dass dies jedoch nur der Fall ist, weil sie miteinander in Einklang stehen. Dem individuellen Bewusstsein wird geraten, sich mit dem höchsten Bewusstsein zu verbinden. Ganz einfach, ne? Wie vom Herrn in der Bhagavad Gita 1866 Sarva Dharma Parityaja beschrieben wird. Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Wir könnten auch sagen, gib alle Arten von verschiedensten Konzepten, von allen Vorstellungen, von was auch immer, irgendwelchen Fehlwünschen, irgendwelche Spekulationen. Also gib alle Arten von irgendwelchen, alles was halt nicht wirklich unser ewiges Dharma ist, praktisch. Wir müssen schlussendlich alle Identifikationen wegbekommen, sollten wir bis zum Tod. Dann wären wir bereit für die spirituelle Welt. Und dem individuellen Bewusstsein, also Arjuna wird jetzt hier im Klammer erwähnt, wird geraten, aber auch uns, sich mit dem höchsten Bewusstsein zu verbinden und so die Reinheit seines Bewusstseins zu bewahren. Also dann können wir die Reinheit bewahren. Wenn nicht, dann kommt die Kontaminierung. Wenn wir unsere eigenen Vorstellungen oder unabhängig in die Unabhängigkeit gehen, sozusagen, ja, Krishna, lass mich in Ruhe, ich weiß schon, ja, ist gut. Und dann kommt die Kontaminierung. Wenn man sich mit dem Höchsten, ja, okay. Es ist töricht, den Versuch zu unternehmen, die Tätigkeiten des Bewusstseins einzustellen. Doch sie können gereinigt werden, wenn man sie mit dem Höchsten verbindet. Das ist eine sehr schöne Erläuterung von Prabhupada. Da haben wir gedacht, wow, das ist echt schön. Und ja, ich habe da noch auch ein wenig andere Themen noch dazu vorbereitet, bezüglich auch dem falschen Ego, weil wir haben ja auch vom falschen Ego gehört. Und ich habe jetzt ein paar verschiedenste Notizen oder Stichpunkte vorbereitet, dass wir für uns, für die Meditation über das falsche Ego, dass wir uns vielleicht etwas mehr, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, es ist kein Spaß, wie ich das jetzt vorbereitet habe, mir sind ein paar Dinge auch tiefer eingegangen und haben gedacht, wow, oh ja, stimmt. Da kommt noch was auch verbunden sein mit, dass wir alte Diener sind und da habe ich mir auch gedacht, wow, das kann man wirklich Stück für Stück echt besser verstehen, einfach, wenn man das öfter hört. Ist unglaublich, aber es ist so. Umso mehr man auf diese Punkte drauf geht und liest und hört, es geht immer tiefer und tiefer und tiefer und irgendwann verstehen wir das wirklich komplett. Ne? Und dann ist es wirklich gewurzelt, verwurzelt und dann kommt es wirklich dort an, was unsere Natur ist. Auf einmal ist nur mehr unsere ewige Natur da, ein ewiger Diener Gottes zu sein. Und dann macht es wirklich Spaß, dann macht alles Mögliche Spaß, dann lamentieren wir nicht mehr. Und also ein paar Punkte dazu. Also umso besser
praktisch wir dieses falsche Ego jetzt auch kennenlernen oder verstehen, umso besser können wir ihn auch bezwingen oder überkommen, sozusagen. Ne? Und wir haben eigentlich praktisch, also ich habe das zumindest öfter, vielleicht auch einige von euch, ich weiß nicht, hoffentlich nicht, auch immer wieder mal Kampf mit dem falschen Ego. Ne? Kennt ihr das? Zum Beispiel mit, ja, wir wissen alles besser und wir haben immer recht, wir, was weiß ich, unsere Ansicht ist die beste und so weiter und so fort. Also in verschiedensten Aspekten arbeitet unser Ego immer und oft merken wir das gar nicht, dass unser Ego uns wieder was Tolles ratet oder tolle, wie sagt man, Unterweisungen uns gibt, Ratschläge uns, versorgt uns mit sehr freundlichen Ratschlägen, die eigentlich überhaupt nicht hilfreich sind, weil die kommen vom Ego, vom falschen Ego, nicht vom wahren Ego. Und diese Kämpfe praktisch mit dem Ego Tag für Tag, die kosten uns unheimlich viel Energie. Die kosten uns ewig viel Energie, weil wir müssen immer für dieses Falsche kämpfen. Ja, ich weiß es doch und wir setzen da immer viel Kraft dahinter. Außer man sagt, ein reiner Geweihter, der wehrt sich nicht, der ist losgelöst, der weiß, dass, der wird zum Beispiel geschimpft und der weiß, dass, der ist ja nicht der Körper und die Seele kann nicht geschimpft werden, die ist ein reiner Teil Gottes. Ich meine, was ist daran zu schimpfen? Das ist eine ewig glückselige, voller Liebe, voller Glückseligkeit und ewig und voller Wissen. Was kann man an so eine Entität schimpfen oder beleidigen? Oder da ist nichts. Und ja, auf jeden Fall, wenn wir nicht in diesen Kampf gehen oder wenn wir dahinter kommen, dass wir da, was wir da machen, oder wenn wir kämpfen oder wenn das falsche Ego sich meldet, dass es das ist, wenn wir das erkennen, dann sollten wir wirklich in die Richtung gehen, dass wir das versuchen zu überkommen. Entweder ist es halt viel Selbstreflexion auch, dass wir auch ja, in ein Verständnis gehen. Und wenn wir dann wirklich energetischer sein wollen, dann sollten wir wirklich uns aufmachen, in die Richtung zu gehen, nicht mehr diese falsche Ego-Spiele aufrechtzuerhalten zu wollen, sondern wirklich, okay, ich gebe es ab, ich ergib mich jetzt der Situation, ich gebe mein Ego auf, ich werde demütiger. Und normalerweise, wie gesagt, verteidigen wir dieses falsche Ego, aber ja, anstatt das immer zu verteidigen, sollten wir es einfach aufgeben. Und dieses Sarvadharma, gib einfach auf, gib alles auf, ne? Auch das Ego. Ne? Das gehört zum Beispiel auch dazu, wir verstehen, ja, gib alles auf, gib dein Haus, deine Wohnung, deine Familie. Ja, nee, es geht nicht jetzt in erster Linie darum. Natürlich, irgendwann vielleicht auch, gewisses müssen wir müssen alles irgendwie da lassen. Aber wir müssen halt mal mit diesen essentiellen Dingen, die uns wirklich, wirklich, wirklich stören und wirklich Hindernisse sind, aufgeben. Und das ist zum Beispiel, eins der wichtigsten davon ist das falsche Ego. Ne? Falsche Bezeichnungen, falsche Identifizierungen. Ne? Und ja, wie gesagt, ein Devoti verteidigt sich normalerweise nicht. Also ein reiner Devoti, der muss sich nicht verteidigen. Es wird gesagt, ein Devoti, ein Vaishnava verteidigt nur seinen Guru. Er verteidigt Krishna und die Vaishnavas. Er verteidigt sich nicht. Ich habe selber auch mal eine Situation, einige so, in die, einmal war ich in Wien beim Radha Yatra und da war irgendein Punk oder so und er war schon ziemlich betrunken, auch mit Bierflasche und war ziemlich aggressiv, auch ein bisschen größerer Kerl. Und da ist dann zum Radha Yatra gekommen, wir haben gesungen, die ganzen Frauen, haben wir getanzt und Hare Krishna. Und Jagannath ist herumgefahren auf der Maria-Hilfer-Straße, auf der Einkaufsstraße. Und er ist gekommen und die ganze Zeit geschimpft. Und bin ich zu dem irgendwie hingegangen und gesagt, jetzt komm, hör mal einfach auf hier. Und dann hat er mich angegriffen. Und dann das Interessante war, ich habe da nicht viel gemacht, ich bin nur kurz hingegangen und wollte ihn so kurz besänftigen. Auf einmal sehe ich hinter ihm, Polizeiauto kommt, bleibt stehen, und zwei Polizisten steigen aus, sind zu ihm hingegangen, haben ihn gleich genommen und abgeführt. So, okay, danke. Krishna hat das einfach, okay, passt schon. Ist interessant, nicht, wie Krishna wirklich auch beschützt, immer da ist und die Sachen einfach erledigt. Nicht. Und es wird auch gesagt, umso mehr ein Devote auch toleranter wird und Toleranz zeigt und mehr
tolerieren kann praktisch, umso mehr sagt man das eigentlich, ja, im Spirituellen umso mehr fortgeschritten ist. Also umso mehr, wie sagt man, tiefgründig oder ja, spirituell tief verankert und muss sich jetzt nicht aus irgendwelchen Sachen herausbringen. Außer natürlich, wir wissen jetzt, das heißt jetzt aber nicht, dass er jetzt nicht zornig werden kann auf gewisse Dinge, die jetzt dann gegen Krishna oder gegen den Dienst oder was auch immer sind. Prabhupada hat das auch gemacht. Prabhupada war öfter zornig. Und im nächsten Moment war er komplett losgelöst. Es wäre nichts passiert. Ja, kein Problem. Ja, alles gut. Es hat er nicht aus falschem Ego gemacht, sondern aus Verbesserung, seine Schüler zu verbessern oder zu ermahnen. Sagen, up, irgendwas läuft falsch. Das ist okay. Und dann wieder alles spirituell, alles gut. Wenn es wieder bereinigt ist oder verstanden oder läuft wieder, okay, alles gut. Da muss man einfach nicht angehaftet daran sein. Dann sieht man auch die Loslösung von einer Sache, dass man nicht angehaftet daran ist. Weil Zorn ist, wenn wir auch richtig angehaftet sind. Wenn wir nicht angehaftet daran sind, nur eine Korrektur geben, dann sind wir auch losgelöst davon. Dann meinen wir das aus Guten. Ne? Das ist eine andere Art von Zorn. In dem Sinne kann das auch passieren. Und da ist dann noch da habe ich eine interessante Sache gelesen. Da ist gestanden, dass eigentlich alle, und zwar, da geht es jetzt im Zusammenhang mit Demut. Also das ist jetzt ein wenig das Gegenteil vom falschen Ego, das ist eigentlich Demut. Und in dem Zusammenhang ist da geschrieben worden, die Demut als verdauungsförderndes Mittel. Also wie die Demut für uns als Mittel für die Verdauung förderlich sein kann. Ich erkläre es jetzt gleich, also irgendwie so, was Verdauung und dem oder was jetzt wie jetzt, ne? Kleiner Error. Und da wird dann geschrieben, also gibt es zwei so Punkte dazu, also alle Speisen, also das ist auch wirklich so, also wenn wir Speisen essen, sagen wir zum Beispiel zu in Rajagun, wir stopfen uns das rein, hat zum Beispiel Leute Pasta gegeben, und schmeckt gut, schnell, nicht mal kauen, einfach nur runterziehen und dann überessen wir uns sogar noch vielleicht. Und dann essen wir vielleicht im Tamagun oder Rajagun oder im Bades oder wie auch immer. Und dann können die Speisen nicht richtig verdaut werden im Körper. Teilweise. Kennt ihr das? Wenn man so über isst und dann boah, ist man schlecht und müde. Und dann, weil die ganzen Gifte kommen in den Körper, weil die Speise unverdaut ist. Das Verdauungsfeuer ist erstickt oder war sowieso nicht genug da. Und dann die Speise kann nicht verdaut werden und es rottet oder es kommen Giftstoffe raus und so weiter und so fort. Und Demut, wird beschrieben, kann dabei helfen, also jetzt, das ist jetzt die Speise, aber dann auf der anderen Seite, alle guten Eigenschaften, die wir besitzen, werden zu Gift, wenn wir sie nicht mit Demut verdauen. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Nee, oder? Ich versuche es noch einmal zu erklären. Wenn wir zum Beispiel ich sage jetzt irgendwas, wir sind zum Beispiel gelehrt, wir sind intelligent, klug, wir haben mehr Wissen und dann denken wir, ah, ich bin so klug, aber wir versuchen nicht zu verstehen, okay, diese Intelligenz, dieses Wissen kommt von Krishna. Also wenn ich wirklich, dann, also wenn wir wirklich wahrhaftig sind und okay, ich darf vielleicht reden, versuche es aber in einer Demut, im Sinne als Dienst, dass ich anderen damit diene und meinem Guru diene und dass ich weiß, dass dieses Wissen von Krishna kommt. Das ist ein Zeichen von Demut. Und dann wird diese Eigenschaft gut verdaut. Wenn nicht, wenn ich sage, oh, ich bin so gelehrt, so ein tolles Wissen, wie kann das dann passieren? Ich weiß es ja gar nicht. Wo kommt es denn her? Es kommt einfach, weil ich habe so viel dafür gemacht. Und dann wird diese gute, sogenannte gute Eigenschaft ein Gift. Dann sind wir so gesagt noch irgendwie gelehrt oder haben vielleicht was, aber irgendwann wird das, Krishna kann das sofort wegnehmen. Ne? Man sagt, es kommt von Krishna Wissen, Vergessen und Erinnerung und auch Vergessen. Und dann ist es natürlich nicht mehr gut, diese Eigenschaft. Und das ist halt auch damit, wo falsches Ego dahinter ist. Und wenn das nicht dahinter ist, wenn die Demut dahinter ist und auch dazu gehört auch Bewusstsein, Wissen, dass wir wissen, wo das herkommt, die Quelle oder auch gewisse Reinheit, weil Unreinheit heißt doch, dass wir teilweise dann nicht wissen, was, wo, wie und warum und von wem und wohin.
Also das sind auch Themen, die dann nicht komplett aufgefasst werden. Und dann kann es in den falschen Hals kommen und dann bläht sich der Hals auf. Ich habe einmal, da waren wir mal unterwegs auf Buchverteilung, und da haben wir uns zufällig irgendwo hingestellt, also am Sonntag, das war irgendein verlassener Parkplatz an einer Hauptstraße, war ein wenig Wald daneben, haben wir uns ganz zufällig, also wir haben geguckt und haben nichts gefunden und dann haben wir uns dann dorthin gestellt. Und dann haben wir auf einmal so komische Geräusche aus dem Wald gehört, wie so Katzenjammer, Gejammer. Die in Indien kennen das wahrscheinlich, die Pfauen, wie die Pfauen, oder? Also, das hört sich fast an wie Katzen manchmal. Die quietschen so komisch. Und dann haben wir das gehört, ich meine, was ist denn das? Wir stehen hier irgendwo mitten in Deutschland, in irgendeinem total abgelegenen Ort. Was sind das für komische Geräusche? Mein Kollege ist dann in den Wald gegangen und da war so ein Gehege und da waren Pfauen drinnen. Ja, wow, das gibt's doch nicht, jetzt sind wir da hier stehen geblieben, das sind Pfauen, wie kommt denn das? Und dann bin ich dann auch da mitgegangen, da sind Pfauen, da sind Pfauen. Dann bin ich dann reingegangen, wir haben uns das angeguckt und da war ein großes, da waren verschiedene Gehege mit verschiedenen Tieren und Vögeln und da war auch ein Gehege, ein großes mit, ich weiß nicht, 3 oder 4 Pfauen, die waren ziemlich groß. Und dann sind wir da hingekommen und haben geguckt, und da war eine Pfau, die hat dann sozusagen ihr Federkleid aufgebreitet. Boah. Das war, glaube ich, ich weiß nicht genau, ich will jetzt nicht lügen, aber es kann schon gut sein. Ist auf jeden Fall größer wie das Tor. Vielleicht vom Anfang des Tores bis zum Ende der Mauer, also mindestens. Sind so circa vielleicht 4 Meter. Ziemlich groß. Wow. So kleine Pfau vorn und so ein riesen Kleid, so ein Federkleid. Und man hat wirklich gesehen, ich habe das ganz, also ich will jetzt nicht böse sein zu dem netten, lieben Pfau, ich will ihn nicht verletzen, aber man hat gesehen, wie stolz der Pfau geworden ist. Seht ihr? Guckt mal da. Der hat so richtig so, der hat sich so wirklich da breit hingestellt und hat gesagt, guckt ihr, mein Federkleid. Habt ihr das gesehen? War wirklich richtig zu sehen, dass er stolz war auf sein Federkleid. So irgendwie, aber war auch interessant zu sehen, aber war irgendwie, aber auch ein gutes Erlebnis, dass man ja nicht bufft ab wird auf irgendwas. Ne? Es gehört nicht uns, die Schönheit kommt von Krishna. Und speziell diese speziellen Tiere, die sind ja Krishna sehr lieb, auch in der spirituellen Welt. Und ja, also so viel zu diesen Verdauung und Demut als Verdauungsmittel. Ja, aber war interessant auch für mich. Und wir wissen, meistens suchen wir eher nicht nach diesen demütigen Dingen, sondern nach Lob, Anerkennung. Ja, ich werde wertgeschätzt und unsere Dienste und was auch immer alles. Wir bekommen Lob und Ehre und was, der Kuckuck was. Kennt ihr das? Ich kenne das leider. Und eigentlich sollten wir mal danach gucken, wenn wir wirklich das falsche Ego lernen wollen aufzugeben, dann sollten wir nach dem Gegenteil von diesen Dingen suchen, oder? Einfach mal ein bisschen geschmäht zu werden, mal korrigiert zu werden, mal was auf irgendwas hingewiesen zu werden. Wer macht das gern? Zeig doch mal auf, macht ihr das? Also, ich weiß nicht, nicht so gern. Aber zumindest sollten wir verstehen, dass es zu unserem Guten ist. Das kann uns wirklich viel helfen. Das kann helfen, unser Ego wirklich einmal einfach ein bisschen zuzuschneiden und wirklich mal vom Ego wegzukommen. Und anyway, es ist nicht einfach zu verstehen. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, aber ich habe auch schon Erfahrungen gehabt, wo ich wirklich ziemlich streng korrigiert worden bin. Und es war zuerst hart, aber ich habe versucht zu verstehen, das ist eigentlich zu meinem Guten. Und das war auch immer, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe damals eine Situation, die ich wirklich bis an mein Lebensende wahrscheinlich vom Vyasa-san erzählen könnte. Und die haben mir viel geholfen. Die haben mich wirklich ausgerichtet, die haben mir irgendwie Klarheit, die haben mich ja ausgerichtet Richtung Wahrheit, Richtung klarem Verständnis, wie ich damit umzugehen habe. Und haben mir echt geholfen. Also nur für ein richtiges Verständnis. Und dann jetzt noch vielleicht zu einer giftigen Medizin. Wenn wir zum Beispiel, da habe ich auch gelesen, wenn wir den heiligen Namen zum Beispiel auch prozent oder prahlend oder auch in einer eingebildeten Haltung chanten, das ist zum Beispiel giftige Medizin. Ne? Sollten verstehen, wie wir den heiligen Namen zu chanten haben, in einer Demut, nach Dienst bittend, nach weinend, nach Dienst, also wirklich versuchen, die Diener zu werden, weil das ist genau das, was diese entgegengesetzte Art ist von Demut. Ne? Wir sind nicht die Diener, du dienst mir, ich sag an und das ist nicht ich diene, es ist so schwer, das zu entwickeln, wenn wir wirklich da genau reingehen in uns,
ist ein langer, langer Weg, bis wir das wirklich verstehen und auch machen. Und es ist echt, echt ein harter Weg eigentlich. Ne? Aber es zahlt sich aus. Ne? Ansonsten nimmt das falsche Ego Platz auf unseren Herzen, ne? Auf dem Thron unseres Herzens. Und nicht Radha und Krishna, die da Platz nehmen sollten. Ne? Sollten diesen Platz, diesen wertvollen Platz dort reservieren für Radha und Krishna. Und ja. Und ja, das, ich habe jetzt noch einige Themen, aber ich weiß nicht, wie weit wir da wirklich gehen sollen. Ist jetzt nicht mehr so viel. Vielleicht noch ganz kurz zum Abrunden. Ja, bezüglich Verzeihen habe ich dann auch noch gelesen, das ist auch eine gute Eigenschaft, der auch noch hilft, das falsche Ego zu dezimieren. Da habe ich auch einen schönen Vers von Chanakya Pandit gefunden. Er sagt dann, er war ein großer Gelehrter auch, er war auch ein ja, sehr weiser Mann und ja, gibt auch sehr viele ja, Sprüche und Weisheiten von ihm sozusagen. Und er sagt, die Schönheit eines Kuckuckes ist ihre süße Stimme. Ne? Kuckuck, 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 kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Das ist süß, ne? Ist schön zu hören. Die Schönheit einer Frau ist ihre Tugend. Die Schönheit eines hässlichen Mannes, was kann denn das sein? Ja, also er beschreibt, es ist sein Wissen, seine Weisheit, ja, ist praktisch mehr oder weniger dasselbe oder ist ja ähnlich. Und die Schönheit eines Asketen ist was? Ha. Auch wahrscheinlich, aber da sagt Chanakya Pandit, die Kraft seines Verzeihens, dass er verzeiht, dass er sehr barmherzig ist, ne? Sehr barmherzig ist. Dass er sich nichts, dass er sich nichts zu, wie sagt man, das berührt ihn nichts. Ne? Ist von allem losgelöst. Und es wird gesagt, wenn man nicht verzeiht, dann tragt man selber diese Lasten. Also wenn man dann sagt, ich verzeihe dich nicht, das kann doch nicht sein. Ne? Dann tragt man selber diese Last weiter. Deswegen sollte man auch immer gucken, auch wenn man selber der Beleidigte sozusagen ist. Man sagt dann, Vaishnava, der verzeiht. Da gibt es nicht das, ja, vielleicht, ich überlege es mir noch. Nein, das sollte, wenn er wirklich Vaishnava, der verzeiht, sagt, ja, natürlich. So, aber wenn auch richtig um Verzeihung gebeten wird. Und das ist oft der Vorgang, der fehlt. Wir verstehen nicht einmal, wie wir richtig um Verzeihung bitten. Das ist das Problem. Und da ist Vaishnava-Etikette sehr wichtig. Das sollten wir wirklich uns zu Herzen nehmen. Wenn das nicht funktioniert, dann Gott gnade uns. Ne? Dann sind wir selber schuld. Wir sind einfach in der Dummheit. Wir sind einfach nicht auf dem Verständnis, wie wir das einfach lösen sollen. Und dann wird es auch nicht gelöst. Ne? Das ist sehr schwierig. Wie auch immer, ich will jetzt nichts von einer anderen Lecture. Und ja, natürlich auch Einbildung, wie gesagt, auf allen anderen Fähigkeiten haben wir schon vorher kurz gehabt. Ist nichts anderes praktisch, als dass wir uns mit den Federn, haben wir schon gesagt, die Pfau, dass wir uns mit den Federn des höchsten Herrn schmücken. Ha, ich bin so toll, ich kann so gut kochen, ich kann so gut Mridanga spielen, ich kann so gut, was weiß ich, was alles. Das alles kommt von Krishna. Ja. Wir sollen dankbar dafür sein, wow, das ist schön, dass ich das kann oder dass ich das darf, ne? Und damit dienen darf. Damit ich damit, wow, ich darf mit diesem Wissen oder ich darf mit diesem Mridanga spielen, oder ich darf mit diesem, wie ich Puja mache, ich darf das damit dienen. Das ist ein Werkzeug für mich. Ne? Und ja. Okay, vielleicht noch ganz kurz in Bezug zum Abschluss, bezüglich zum Mahamantra, habe ich schon ganz kurz erwähnt, da sollten wir eigentlich immer mit dieser Einstellung des Dienstes beten, chanten. Ob das jetzt auch beim Chanten selber ist oder sogar außerhalb vom Chanten, sollten wir immer in diesem Bewusstsein sein, zu dienen zu wollen. Sehr wichtig. Ich muss ehrlich gestehen, natürlich geht das tiefer in einem rein und man hat immer die Aspekte, aber dass man es immer weiß, man ist der Diener. Natürlich schon auch in welcher Hinsicht, das muss auch klar sein. Das heißt jetzt nicht, jeder ist der Diener von jedem, auf jeder Ebene, ich wasche von jedem die Socken, ich mache jedem das und jenes. Das ist jetzt nicht, jeder hat seine Ebene, wo er dem anderen dient.
Aber trotzdem sollten wir uns als Diener verstehen. Wir sollten immer diese Sehnsucht nach Dienst haben, dass wir Diener sind, dass wir Krishna uns in seinem Dienst oder Radharani uns in ihrem Dienst beschäftigt. Das sollte immer, immer da sein. Und das wird gesagt, daraus die Grund, also der erste, also der grundlegende Rasa ist dieses dienende, also dienen. Und es wird gesagt, daraus, wenn wir das richtig entwickeln, daraus kommen dann die anderen Rasas. Das ist die Grundlage allen anderen, oder Madhurya-Rasa, Vatsala-Rasa, eheliche, was auch immer, elterliche, vertrauliche. Das sind die dienende Haltung ist dann die Grundlage allen anderen Rasas. Das müssen wir verinnerlichen, das müssen wir halt umsetzen. Ne? Und dann, wie Krishna, oder Prabhupada hier in der Erläuterung ganz zum Schluss sagt, dann ist Krishna-Bewusstsein, also Krishna-Bewusstsein, sagt Prabhupada im Schluss seiner Erläuterung, ist eigentlich wirklich wahre Handlungsfreiheit. Das ist wahre Handlungsfreiheit. Wenn wir in Krishna-Bewusstsein handeln, dann sind wir wirklich frei. Ne? Dann handeln wir, aber diese Handlungen, das sind die Handlungen der Freiheit. Wir sind frei, weil wir eigentlich wirklich das machen, was unsere ewige Natur ist. Das ist ewige Freiheit, ne? Nichts anderes. Und wie gesagt, wenn wir komplett in diesem hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, dann sind wir komplett frei. Das ist manchmal schwer zu verstehen, aber umso mehr wir vielleicht hören und das erleben, praktizieren, umso mehr wird das, geht das in unser Blut oder geht das in uns ein. Ne? Ja, wird das immer tiefer, tiefer. Und alles wird dann, und dann sagt Prabhupada ganz zum Schluss, und dann ganz zum Schluss, dann wird alles, wird dann von innen her uns eingegeben werden, von Paramatma oder von innen, und dann wird es der spirituelle Meister bestätigen auch. Ja. So viel dazu, zu heutigen Vers. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht gibt es irgendeine Frage oder irgendeine Anregung. Ah, Jai, der Bhujar meldet sich, wow. Freut mich. Sanjay? Wie man vergibt oder wie man verzeihen bitten sollte, wie man vergibt. Ja. Vergibt, weil es ist eigentlich egal, ob andere was gemacht haben oder nicht, aber so einfach mit dem Wollen gehen. Wie jetzt unfrei ist, mit dem Wollen gehen. Wenn man Groll hat gegen andere. Ja. Ja, dass man, also was mir jetzt sofort kommt, danke für die Frage, dass man wirklich versteht, das ist zum Beispiel im Christlichen wird das gesagt, man soll die Sünde hassen und nicht den Sünder. Aber wirklich, und jetzt noch dazu, also noch darauf, über das jetzt, das Verständnis, was wir haben, dass wir nicht der Körper sind. Wenn wir das etwas mehr verstehen, wir sind nicht, oder er ist auch nicht der Körper, der mich sozusagen beleidigt oder auf den ich Groll habe, weil er irgendwas gemacht hat oder ausgefressen oder hat mich betrogen oder belogen oder beschimpft oder sonst irgendwas. Erstens, dass wir schon, wenn wir mehr im seelischen Verständnis sind, gründen, dann berührt uns das nicht. Okay, und wenn jetzt doch, dass wir diesen Groll haben, dann sollten wir daran arbeiten und zumindest mit Intelligenz, mit Verständnis, naja, aber er ist ja auch nicht der Körper, er hat auch schlechte Erfahrungen gemacht oder ist er im Fehlfall, vielleicht ist er im falschen Verständnis, vielleicht hat er recht, dass er uns schimpft oder sonst was, vielleicht auch nicht, nehmen wir an, er hat nicht recht, aber auch dann können wir verstehen, dürfen wir, wenn wir wollen, damit wir loslassen können oder verzeihen können vom Groll, dass ja, er ist da auch in seiner falschen Identifikation, er ist da auch auf seinem falschen Trip, er versteht auch nicht ganz, dass er nicht eine reine Seele ist und ich auch. Und da kommen diese Missverständnisse, Unklarheiten, ne? Das kommt ja alles aus Unwissenheit mehr oder weniger. Ne? Entweder der Gegenüberliegend oder ich oder wir beide, je nach Maß, der eine halt, was weiß ich, 70% in Unwissenheit, der andere 30%, was auch immer, aber irgendwo knallt es dann zusammen. Und umso mehr wir frei sind davon, von Unwissenheit und klar sind, umso mehr können wir dann, aber wir sollen in die Richtung, weil wir wollen, wenn wir hier raus wollen, zusammen, dann müssen wir in die Richtung streben. Dann sollten wir lesen, studieren, chanten. Und dann kommt das immer mehr und dann können wir loslösen von diesem Groll, von diesem Hass, mit dem falschen
Verständnis, ne, von uns. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, Sanjay. Okay, danke, Hare Krishna. Kurz, ja. Genau, ja. Ja, ja. Ja, natürlich. Diesen Groll, ja, das brennt. Ja. Ja, ja. Ja. Praktisch, ja, danke für den Punkt. Das ist auch so, genau wie vorher wir schon vielleicht erwähnt haben, dieses Gift, man vergiftet sich dadurch, Groll, Hass, man sagt das auch für die Leber, ne? Das ist eine Leber entgiftet, was auch immer, das zeichnet sich, es gibt auch körperliche Symptome dann, die vielleicht mit der Leber oft zu tun hat, das ist halt, dass man vielleicht viel Groll, viel Hass, was auch immer, ich bin jetzt kein Spezialist in diesen körperlichen Dingen, mehr auf dem Spirituellen, hoffentlich damit beschäftigen uns mehr, aber das zeigt sich dann auch auf dem Körper. Aber schlussendlich dann auch auf das, also das Seelische ist dann sowieso bedeckt, das ist sowieso klar. Also ja, in jeder Ebene sollten wir uns bemühen, weil das ist auf keiner Ebene förderlich für uns, ne? Und auch nicht für die anderen. Ja, Mataji hinten, danke. Mataji, hinten war noch eine Frage. Okay, danke, Mataji. Ja, ich meine, schlussendlich, wenn wir zum Beispiel diesen Vers 18,66, Sarvadharmam Parityajam Ekam Sharanam Vraja Ahamtam Sarvapapyo Mokshyami Shyamashu Chaha, etwas mehr identifizieren, da sagt Krishna, gib alles auf, wir haben das schon kurz durchgesprochen, ergib dich einfach mir, dann befreie ich dich von allen sündhaften Reaktionen. Also wir müssen uns dann nicht nur, wenn wir uns wirklich sagen, okay Krishna, ich bin dein und du bist mein, wie auch immer, da gibt es auch dieses Gegenspruch, dann versteht man, okay, wir müssen uns nicht mit unseren Sünden abschlagen. Ich habe früher auch Dinge gemacht, wo ich denke, Hare Krishna, aber was mache ich jetzt? Ich chant halt Hare Krishna und mache meinen Dienst. Und wir sollen uns nicht mit der Vergangenheit aufhalten, weil sonst kommen wir da nicht raus. Wenn wir selber nicht loslassen oder loslassen wollen, wie soll dann Krishna das wegnehmen? Wenn die ganze Zeit darin meditieren, das bleibt ja fest. Die Sache ist zum Beispiel der Vorgang vom Chanten, wenn wir Hare Krishna chanten, viele verstehen das nicht. Ich erkläre das vielen Leuten am Anfang, es ist sehr wichtig zu verstehen. Wir chanten speziell am Anfang des devotionalen Lebens, aber auch vielleicht später, je nachdem wie lange dieser Vorgang dauern mag. Also diese Phase des Vorganges. Man chantet, das ist ein reinigender Vorgang. Das Mantra reinigt schlechte Anathas, schlechte Anhaftungen, alte, was auch immer, Sünden, was auch immer. Und diese Dinge äußern sich manchmal so, dass diese Reinigung, dass die hochkommen und in den Gedanken kommen. Ich sage jetzt irgendein Beispiel. Oh, ich habe früher, weiß nicht, ein Tier umgebracht, mein Haustier. Ich sage jetzt irgendetwas. Oh, es war schrecklich, aber irgendwie, ich habe es gemacht, ich war verrückt. Und es kommt immer, es tut uns weh. Und dann chanten wir vergessen es vielleicht schon, und chanten wir, auf einmal kommt wieder dieser Gedanke und es ist schrecklich. Aber wir müssen es auch loslassen wollen selber. Es wird dann gesagt, wenn der Gedanke hochkommt und wir chanten, dann müssen wir auf das Mantra konzentrieren und so Hare Krishna, Krishna, Krishna und nicht auf den Gedanken oder auf diese Sünde oder auf diesen Wunsch, weil sonst bleibt es einfach im Herzen drinnen. Und sonst kann es nicht entwurzelt werden und rausgeschmissen werden aus dem Herzen. Und wenn wir das machen, dass ich sage, ich bin bereit, ich will das jetzt wirklich loslassen, und es kommt,
und ich sehe es oder ich spüre es und dann und wir chanten intensiv das Mantra und wollen das Mantra hören und auf Krishna konzentrieren, dann ist Krishna befähigt, das rauszunehmen aus unseren Herzen. Warum? Weil wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht können, loslassen, dann bleibt es im Herzen. Das ist wichtig zu verstehen. Weil sonst, wenn wir das nicht richtig verstehen, dann können wir gar nicht richtig gereinigt werden, weil wir dafür nicht praktisch die Befähigung für Krishna geben. Dann binden wir Krishna die Hände, weil wir haften an diese Sache an. Da gibt es auch wirklich halt auch Anathas, die auch wirklich also alte Lasten schleppen, nicht loslassen davon. Ich glaube, das ist sogar der Karendämon. Shakatasura, oder? Heißt er? Ich glaube, das ist sogar der Karendämon. Man kann auch diese Krishna-Geschichten, gibt auch hinten Bücher. Wenn jemand will, wir könnten jetzt gleich nach der Lektion wieder zum Buchtisch gehen, wenn jemand vielleicht Bücher möchte. Und jemand möchte vielleicht ein paar Bücher nehmen, die reinigen unser Herz auch. Ja, ich hoffe, das hat geholfen, die Antwort. Danke für die Frage, Hare Krishna. Okay, Mataji ist schon ziemlich spät. Ich werde es nicht immer so lang ziehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Shri Prabhupada Ki Jai.